Moin moin Leute, heute wollen wir mal den Luftfiltereinsatz und den Turbolader-Sensor von einem 350 CDI Mercedes-Motor wechseln. Ja, wir fangen mal langsam an. Hier vorne sind die Luftfilter. Wollen wir mal rausziehen. Das ist der Fahrtrichtung rechts. Und das ist der in Fahrtrichtung links hier. Wo man Finger drauf zeigt, setzen wir nachher den Turboladesensor wieder drauf, den wir erstmal von dem alten Filter wieder abmontieren müssen. So. Jetzt lösen wir die Motorabdeckung. Ich mache mir das ein bisschen einfach. Und ziehe die an diesem Gummi hier einfach zurück. Dann kann man die so ein kleines bisschen verkeilen nach rechts rüber, wenn man davor steht, und die dann rüberklappen. Hier sehen wir jetzt auch schon den Luftfilter. Fahrtrichtung links, Einbaurichtung rechts, mit dem Turboladersensor, den wir gleich lösen und abbauen werden. Um den Sensor abzumontieren, müssen wir hier die kleine Klammer, seht ihr genau, rausziehen. Ansonsten bekommen wir den Stecker nämlich nicht ab. Dann ziehen wir den Stecker ab. Zack, Stecker ab. Wie gesagt, die kleine Klammer muss raus. Dann lösen wir den Luftfilter. Hinten ist nochmal genau die gleiche Klammer. Genau da an der Stelle. Die lösen wir auch. So, jetzt haben wir die Geschichte schon mal gelöst. Jetzt müssen wir gleich die Verschraubung vom Luftfilter rechts und links, hinten genau das gleiche. Ah, ich weiß nicht, ob ich es drauf kriege. Und die Verschraubung vom Sensor lösen. Um die Schrauben zu lösen, brauchen wir Torx. So, jetzt lösen wir erstmal den Sensor. Gucken, ob wir den Sensor so rausgezogen kriegen. Jo, ohne Probleme. Sensor ist draußen. Jetzt gucken wir mal, wie wir an die Luftfilterschrauben kommen. Vom Luftfilterkasten. Die Seite ist super gut. Andere Seite vermute ich, dass es ein bisschen problematischer wird. Ja, für die andere Seite kommt man ein bisschen schwieriger ran. Verwende ich eine kleine Knarre mit einem Torx-Aufsatz. Wie ihr schon seht, ist das ziemlich kompliziert zu filmen und gleichzeitig zu schrauben. So, weiter geht's. Jetzt schnappen wir uns hinten die Schraube. Wie gesagt, kleine Knarre, Verlängerung und ein Torx. Ob wir da jetzt rankommen. Wenn die Schraube da hinten wegfällt, dann wird es richtig ärgerlich. So, Schraube draußen. So, jetzt haben wir den Luftfilteranschluss. Den Luftfilterkasten gelöst. Ein bisschen Öl drin. Ist, glaube ich, nicht unbedingt gut.
Moin. So, nun ziehen wir den Luftfilter-Einsatz von der linken Seite raus. Wie gesagt, schien bitter nötig, den auszutauschen. Und weg. So, den neuen Luftfilter-Einsatz. Original Mercedes. Setzen wir wieder ein. Vorher reinigen wir das noch ein ganz kleines bisschen, indem wir ein bisschen was wegpusten. So, jetzt haben wir den neuen Luftfilter-Einsatz reingesetzt. Passt optimal. Zum Glück haben wir die Originalteile genommen. Ich hatte einige Probleme, dieses Teil zu bekommen. Im Nachbau sowieso nicht, wegen diesem Anschluss hier. Sprich eben wegen dem Sensor. Deswegen bin ich nach Mercedes hin und habe mir ein Originalteil besorgt. Vielleicht könnt ihr mir ja jemanden sagen, der diesen Filter im Nachbau hat. Hinten die Schraube rein, das ist ein bisschen komplizierter, wie gesagt. So, hinten die Schraube haben wir jetzt auch soweit vorgeschraubt. Die wird jetzt noch eben festgeschraubt. Wie gesagt, man braucht eine kleine Knarre, mittellange Verlängerung und einen Torque. T30 müsste der Torque sein. Wie ihr seht, T30. So, die Schrauben sind befestigt und nun klammern wir den wieder vorne und hinten dran. Zack. Setzen den Sensor drauf. Naja, wir machen das mal anders. Dadurch, dass das ein bisschen enger ist, stecke ich lieber mal zuerst den Stecker drauf, den man mit dieser kleinen Klammer hier, wie ich vorhin schon erklärt habe, verriegelt. Zack. Dann stecken wir da den Sensor drauf und schrauben diesen auch wieder fest. So, das war die linke Seite in Fahrtrichtung. Man davor steht natürlich die rechte. Wir sind soweit erstmal damit durch. Jetzt gehen wir an die andere Seite. Dazu lege ich die Blende wieder rüber, die ich nicht ganz abmontieren musste. Löse wieder die Klemmen vorne und hinten, die den Luftfilter fixieren, und wie ich sehe, ist da diesmal eine Kreuzschraube, und hinten, wo man noch schlechter rankommt, merke ich gerade, ist ein Torque. Na ja, gut. So, diesmal löse ich zuerst den Torque hinten, weil es doch ein bisschen kompliziert ist, da ranzukommen, und hoffe, dass der sich deswegen nicht verkeilt, weil er eben noch recht fest sitzt, der Rest. Zack. So, nun löse ich die vordere Befestigung, die mit einer Kreuzschraube komischerweise befestigt ist, was ich sehr merkwürdig finde. Das ist sicherlich nicht original, da werden überall die Torx drin sein. Löse den Filter und ziehe den Filter raus. Ein bisschen nach hinten verkeilen, dann kriegt man den sauber rausgezogen. Wie gesagt, schien auch nötig. Kleines bisschen reinigen. Und
schwuppdiwupp den neuen wieder rein. Wie gesagt, nach hinten ein bisschen wegverkeilen, damit man den da problemlos reingeschoben kriegt. So, der ist sauber drin. Dann heißt das wieder die Schraube einsetzen. Wie gesagt, komischerweise eine Kreuzschraube, die auch irgendwie gar nicht zieht. Dann werde ich gleich meine neue besorgen. Die setzen wir nicht wieder ein, sondern wir nehmen die Schraube, die natürlich wesentlich dicker ist, wie man sieht, und setzen die erstmal hinten ein jetzt. So, nun haben wir das hinten fixiert. Jetzt verschrauben wir das hinten wieder. Hier vorne habe ich natürlich auch wieder eine Originalschraube besorgt. Wie gesagt, die da drin verbaut war, war nicht original und gehörte da nicht rein. So, der ist auch drin. Nun kommt die Verblendung wieder drauf, die Motorabdeckung. Festgedrückt und das war's. Ich würde mich über ein Like freuen, über eine Abonnentin würde ich mich natürlich auch freuen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und macht das vernünftig, Leute.